fast. Nicht mehr lang. 1 und 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da oben läuft er noch lang. 1, 2. Aha! Ich glaube, das reicht, oder? Ich glaube, das reicht. Ich rechne, es reicht. Es reicht. So. Ab. Heiltrank kaufen und Pfeile kaufen. Yay. Wo lang? Keine Ahnung. Wo war denn der Händler für die Pfeile? Ich glaube, der war sogar direkt am Anfang. So, ach genau. Wir können ja sagen, dass wir das Geld haben. So. Hallo und willkommen zurück, YouTube. Wir haben das Geld erfarmt. Hat nur 5 Jahre gedauert und mittlerweile bin Papa geworden in der Zeit. Aber meinem Kind geht's gut. Und wir haben das Geld zusammen für die Pfeile und den Heiltrank. Das ist wunderschön. Ich muss jetzt nur noch mal einen Laden finden. Das wird jetzt weniger schön. Aber irgendwann, in gefühlten 3 Teufelstausend Jahren, finden wir einen Laden mit Pfeilen. Oh ja. Ja! Pfeile! Und da haben wir doch noch mal glatt genug Geld übrig für einen schönen Heiltrank. Den holen wir uns dann auch noch mal kurzerhand. Allerdings mit dem Teleporter, das geht schneller. Als wenn ich jetzt laufe. Weil ich weiß nur, wo die eine alte Dame ist. Die alte Dame, die da links ist. Nämlich, ja, angreifen. War gerade mit der Hand am Bart beschäftigt. Ich mag das so, wenn man so, aber dann wird man halt getroffen von doofen Gegnern. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo ich bin und wo ich lang muss, wäre halt auch viel schöner. Und schöner mit anzugucken. Ich lass mich einfach treffen. So, Moment. Ich hab das Schild nicht mehr, wa? Moment. Au, 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 au. Purer Sex. Ich hab das Schild nicht mehr. Schieß mal auf mich. Ja, Freundblase. Ich hab das Schild nicht mehr. Ich kann mir also auch quasi ein neues Schild kaufen. Naja, denn die nächsten 5 Episoden lauten einfach mal Funks Farmerama. Ja, das, jetzt sterbe ich hier? Ja, das sterben wir ja gleich hier. Gut, das ist der schnellste Weg, den ich hätte wählen können. Und nebenbei noch Bomben aufgesammelt, also ist alles gut. Immerhin verliere ich keine Rubine, wenn ich sterbe. Jetzt nehme ich, wir müssen irgendwo lang, dann irgendwo anders lang und dann sind wir auch schon fast am Ziel. Nicht mehr lang. Die Freude ist mir schon fast anzumerken. Hat er gelogen. Aber es macht Spaß. Es macht schon Spaß, muss ich sagen. Ist ja leider wirklich so. Das Spiel ist grandios gut. Und ich kann absolut nichts gegen das Spiel sagen. Das hat einen sehr fairen Schwierigkeitsgrad. Ist ein bisschen knifflig, ein bisschen kryptisch. Aber es ist wunderschön. Haha, was mache ich mit dir? Wie bestrafe? Ach, ich töte dich einfach. Wir kaufen uns jetzt nämlich einfach nur den roten Heiltrank. Oh, bitte, kauf Medizin. Ich brauche das Geld für meine Altersvorsorge und ich sterbe. Damit ist die alte Frau tot. Und wir können kurzerhand unserer Wege gehen. Finden dann irgendwann den Weg. Wo lade es nochmal lang? Ah ja, ich weiß wo. Zum Dungeon Nummer 6. Dürfen dann den Dungeon Nummer 6 hoffentlich erfolgreich absolvieren. Wo sind jetzt eigentlich die Pfeile? Ach so. Ah. Alles klar. Böses Spiel. Böses Spiel. Ich laufe an so vielen Bäumen vorbei mit so vielen Ästen. Link hätte sich aus jedem verfickten Ast einfach mal einen Pfeil schnitzen können. Nö. Nö. Hat er kackenfrech einfach in die Kamera nö gesagt. Warum? Die Regel ist die tollste, aber ich mag die Regel langsam nicht mehr, dass ich in jedem Raum getroffen werden muss. Das ist eine Scheißregel. Ich wurde nicht getroffen. Ein tolles Spiel. Hier lang, da lang, ganz schnell nach oben gehen. So. Zur Fee, die mich heilt. Dann in den Teleporter rein. Davor töten wir hier mal ein bisschen die Gegner. Aber ansonsten komme ich nämlich von der Fee zurück und werde ein paar Mal getroffen, was ich überhaupt uncool fände. Ich habe doch das Schild. Was habe ich denn nun? Oder ist das magische Schild nur für andere Angelegenheiten? Oder wirkt es bei den Sperren nicht? Ach, ich weiß. Was weiß ich? Wir gucken jetzt einfach. Wir gucken jetzt einfach. Spannend. Ich habe noch nie so was Spannendes gesehen wie das hier gerade. Take any road you want. Da gehe ich doch mal in die rechte Rot, die Quante. Da wechsle ich dann auch mal die Waffe. So, nehme ich auf das schöne Zauberstäbchen. Ja, das ist Kunst, von allem getroffen zu werden. Das sollen wir mir erstmal nachmachen. Da ist der Zauberstab wieder schwach. Gut, das heißt also, es gibt Gegner, die sind anfällig gegen den Zauberstab und wiederum Gegner, die sind sowas wie ungefähr resistent. Einfach ganz schnell nicht getroffen werden. Wow. Denn... Und willkommen zum Dungeon Nummer 6. Zweiter Durchlauf. Dritter, fünfter. 2 hoch 3. Dieser Durchlauf. Wird das schön. Witzig. Aber ich habe den Meister umgebracht. Toll.
Ich höre gerade aus dem Off, besser gesagt, wird mir gerade vermittelt, dass ich den magischen Schild nicht mehr habe. Ich ihn mir also quasi doch nochmal wiederholen kann, weil diese kleinen doofen, ich glaube, das sind die Like-Likes oder sowas ähnliches, die haben mir mein Schild aufgefressen. Yummy! Ist das Spiel scheiße! Oh Mann, ja, man merkt es, ich habe nicht den magischen Schild und werde konstant von Scheiße getroffen. Japp, das bringt Spaß. Das bringt Spannung. Na, da können wir doch jetzt mal gucken, ob ich den Dungeon dann... Ach du Kacke. Ah, einfach drücken. Man kann nicht drücken, wenn nicht alle Gegner tot sind. Was ist das für eine kryptische Scheiße? Das ist nicht kryptisch, das ist einfach nur mein Fehler. Zauber, 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 Zauber. Hier, die haben mein Schild gefressen. Und lassen es danach natürlich nicht mehr fallen. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Das ist natürlich. Oh mein Gott, wie viel haltet ihr aus? Okay, ja, das Schwert halt. Ich drück den Stein. Ja, jetzt geht's. Jetzt natürlich. Natürlich jetzt. Ich hasse diese... Oh mein Gott, ich hasse die Zauberer. Ich hasse sie. Es ist so un... Wow. Alter Falter. Moment, ich bin ja gleich tot. Darf ich jetzt schon wieder den Trank nehmen? Wie soll ich das schaffen? Ich bin der schlechteste Zelda-Spieler auf der Welt. Ich bin der allerschlechteste. Das habt ihr noch nicht gesehen. Da müsst ihr echt mal richtig hingucken, wie schlecht ich Zelda spielen kann. Weil das glaubt man manchmal nicht. Scheiße. Hi, Gigge. Toll, das... Ja, natürlich muss ich die erst aufsammeln. Oh, ich gehe einfach. Kann ich... Ah! Gut, ich kann auch einfach so abhauen. Und die Hüpsi-Hopsis kann ich allerdings einfach so machen. Das ist in Ordnung. Gut. Gut. Jetzt musste ich hier auch wieder was drücken. Und davor gab es aber nicht so schlimme. Dachte ich. Oh mein Gott. Ich kann nicht angreifen. Oh mein Gott. Oh, meine verfickte Hammerfresse. Ich hasse euch Like-Likes und ich hasse euch alles. Ich hasse das. Oh Mann. Warum ist mein Schild weg? Warum? Wer von euch hat das genommen? Ich will das wieder, das Schild. Das war so schön. Das war so schön. Ich konnte damit Sachen abwehren. Mit dem Holzkrüppel jetzt gerade kann ich nichts machen. Oh. Ja, Bowlingkugel. Was? Er zieht nach oben und... Was? Okay, wie geht das? Das ist cool. Tschum, tschum. Das ist so ein... Ich trick's den Gegner aus. Fumps. Fumps. Ja, ich töte dadurch aber den Gegner auch nicht. So, jetzt ist er tot. Hat ja auch nur ein bisschen gedauert. Na herrlich. Ja, einfach raus. Ich weiß halt auch nicht, durch welche Räume ich einfach so durchlaufen kann, durch welche nicht. Ich hoffe hier, dass ich ein Herz bekomme. Falls nicht, ist auch nicht so schlimm. Warum schieße ich nicht einfach hier mit? So. Ach nee, weil da kommen dann die Fledermäuse raus. Richtig, deswegen wollte ich nicht schießen, sondern wollte die mit dem Schwert machen. Aber kein Herz. Einfach nach oben rennen, weil dafür haben wir schon mal einen Schlüssel benutzt. Das heißt, ich kann jetzt auch einfach nach oben gehen und muss euch überhaupt nicht mehr besiegen. Einfach rennen. Pfeile. Haha, wie viele habe ich überhaupt? Wo sehe ich denn den Indikator dafür, wie viele ich habe? Ich hoffe, ich habe 80 gekauft, wenn ich 80 dafür ausgegeben habe. Was? Oh nee, das Spiel ist so doof. Der schwerste Boss, dem ich je gegenüberstand. Dungeon Nummer 5. Ah, war der gut. Ah, war das ein schöner Boss. Ich habe mich angestrengt wie noch nie zuvor. Triforce oder Treeforce. Habe ich irgendwas Dreieckiges? Den Brief. Das ist nicht dreieckig. Was war das? Hat er kritisch getroffen oder wie? Das ist ein Flammpfeil und saß da irgendwas drauf. Ach, meine Güte. Ja, das war gut. Ja, dafür musste ich mir den Bogen holen. Dafür haben wir eine halbe Stunde unserer Lebenszeit verschwendet. Das ist scheiße. Das ist phänomenal. Aber gut. Ich habe für den ganzen Dungeon, glaube ich, eine Stunde gebraucht. Und für den Boss jetzt... Das war gefühlt 2 Sekunden. Also eine. Das war eine gefühlte Sekunde. Gerade mal so. Schön. Sind wir hier fertig und gehen jetzt einfach weiter. Und würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Pause. Weil es so krank. Und sehen uns dann gleich wieder. Funk Royal. Diese Bewegung hasse ich. Over and out.